Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Heute oder beziehungsweise diesen Abend gehen wir eine Runde essen. Und ich zeige euch mal eine meiner Lieblingsrestaurants. Legen wir direkt los. So Leute, ich befinde mich gerade hier in einem, ja, man kann hier ganz günstig Hühnchen essen. Das Ganze nennt sich Torikizoku und ist einer meiner absoluten Lieblingsorte oder beziehungsweise Restaurants oder Izakaya, wie man es hier nennt, wo man gut Chicken essen kann und das für einen guten Preis. So. Ich zeige euch einige Dinge, die ich bestellen werde und dann einfach mal schauen, was das so ist. Vielleicht ist es ja was für euch, wenn ihr nach Japan kommt zum Beispiel, oder? Schaut einfach beim Futter zu. Hier seht ihr generell diese ganze Menükarte. Das bedeutet, ihr könnt generell bestellen. Es gibt von Chicken, es gibt Schwein oder auch Beef, was ihr euch bestellen könnt. Das Ganze kostet 92 Yen. Da kommen aber allerdings noch, die Taxes drauf, was halt in diesem Land hier üblich ist. Und dann sind wir so bei 300 Yen. Das Erste, was man macht, wenn man in ein japanisches Restaurant geht oder in eine Izakaya geht, wenn man trinkt, dann trinkt man nicht alleine. Das bedeutet, man wartet, bis alle ihr Getränk haben und dann stößt man an. Sozusagen genau wie jetzt. Kanpai! Das erste Gericht, was wir bekommen haben, ist quasi ein Free-to-Fill-Ding. Das heißt, bedeutet, man kann es immer wieder nachfüllen, wenn man möchte. Und das Ganze ist eigentlich nur in unserem Gefilde, nennt sich das Weißkohl. Und das ist mit einer speziellen Soße, ich weiß nicht, was es genau ist. Und das kann man so viel nachfüllen, wie man eben möchte, von einem Preis von 300 Yen und dann unbegrenzt nachfüllen. Ziemlich gut. Ich nehme natürlich immer das ganz größte Stück, damit das richtig gut bei euch aussieht. Und das ist das erste Ding. Ist halt Weißkohl, schmeckt ein bisschen auch wie Kohlrabi oder sowas. Und ist immer gut dabei. Und schmeckt sehr, sehr gut. Auf zum nächsten. Nachdem wir die Vorspeise gegessen haben, gibt es das nächste Produkt. Und das ist einer meiner Lieblingsgerichte eigentlich. Auch manchmal schmeckt es gar nicht so geil, aber man wird süchtig von diesen Dingern. Und das ist halt Karage. Das ist wirklich deep fried. Das ist wirklich absolutes Nonplusultra reingeballert. Und ich liebe Chicken. Ich liebe Chicken. Und es ist halt einfach mega nice. Fucking hard. Ich werde mich jetzt sowas von verbrennen. Aber es ist so gut. Absolut geil. Also Leute, wenn ihr herkommt, immer unbedingt Chicken essen. Als nächstes haben wir das hier. Das ist Mochi mit Käse. Ja, das ist so Klebereis, der so süßlich gemacht worden ist, mit Käse gefüllt. Und das Ganze ist halt mega, 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 mega nice. Das Ganze kommt mit zwei kleinen Cups. Das ist einmal geschmolzene Butter und einmal Ketchup. Und es ist eigentlich ziemlich easy. Man zerteilt das einfach mal. Oder beziehungsweise man viertelt es. Es wird wahrscheinlich übelst heiß sein. Und es ist unglaublich lecker. Ich bestelle mir das jedes Mal. Es ist halt einfach Käse. Es ist einfach nur volle Kanne Käse drin. In so Mochi-Ding. Ich tauche das mal in übelsten Ketchup ein, damit das nicht mehr ganz so heiß wird. Mega heiß. Schmeckt nach zerlaufenden Käse und diesem Mochi. Ich meine, ihr wisst nicht, wie Mochi schmeckt, aber es ist halt mega nice. Als nächstes habe ich mir Hühnchenspieße besorgt und das ist einfach Hühnchenbrust, die halt einfach gesalzen ist und ich bin jetzt mal ganz so unfreundlich und nehme das einfach mit dem Finger oder ich beiße einfach rein. Gesalzene Hühnerbrust, kennt man, mega nice. Nein, das kostet umgerechnet 2 Euro, über 2 Spieße, ist denke ich mal okay für ein Restaurant, absolut geil. Als nächstes kommt einer meiner Highlights. Und das ist das hier. Leute, das hier ist halt einfach mal Frikadellen quasi. Nur, dass die Konsistenz anders ist hier in Japan. Gibt mit Käse dazu. Und das ist einfach mega nice. Gebt euch das. Mhm. Ich hoffe, ihr seht das Video nicht um 3 Uhr morgens, wenn ihr gerade übelst Hunger seid, hungrig seid und ihr gar kein Essen kaufen könnt. Ich würde sagen, Pech gehabt. Mega, mega nice. Und zum Schluss gibt es etwas,
was ich selber noch gar nicht probiert habe. Und das ist das hier. Es ist ein Tropfen Paprika. Mit so viel Soße, das geht nicht mehr. Leute, ihr seht das schon. Und da ist Fleisch drin. Und da nehme ich jetzt, oder versuche ich jetzt mal, einfach mal die Spieße zu entfernen oder halt einen Spieß dran zu lassen. Wäre in dem Fall dieser Spieß. Und einfach mal reinzubeißen. Also, keine Ahnung, wie ich das mache. Ich denke mal, ich nehme das einfach mal ab und beiße halt einfach rein. Grüne Paprika. Mit einer Art Hühnchenhack. Sehr mild gewürzt. Gibt es noch mit Senf dazu, aber ich muss sagen, der japanische Senf ist nicht so mein Fall. Der ist halt wirklich so zu scharf und halt mit Wasabi gemischt und sowas. Das ist überhaupt nicht mein Fall eigentlich. Deswegen verzichte ich darauf, aber an sich mega nice. Das ist glaube ich der gleiche Preis, 2,50 Euro. Betrifft alle Gerichte hier. Die kosten alle 2,50 Euro. Das Getränk ein bisschen mehr, aber ansonsten alles 2,50 Euro. Das heißt, da könnt ihr euch mal mit eurem Kumpel hier mal reinsetzen und dann... Ich denke mal, so ungefähr 20 Euro gibt ihr aus und dann zusammen natürlich und habt halt mega geil gegessen. Auf jeden Fall zu empfehlen. Und bevor ich jetzt hier weiter schnacke, ich muss es hier weiter essen. Ich muss das alles aufessen und wir sehen uns dann später wieder. Und damit endet das Video auch für diese Woche. Eigentlich ein mega geiles Restaurant, also unbedingt mal vorbeischauen und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr am besten fandet von den Gerichten und was ich eigentlich sonst so probieren sollte. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, ich zeige euch so die verschiedensten Gerichte und einfach mal so just for fun, was es so auch noch auf der Straße gibt. Also haut auf jeden Fall rein, Daumen ist auf jeden Fall erwünscht und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut auf jeden Fall rein, ciao!